Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Guti, ich habe noch meine Waffe ein bisschen aufgerüstet. Aber das hat jetzt nichts hiermit zu tun, denn ich möchte eigentlich noch ein paar NPCs abholen. Von denen mir gesagt wurde, dass die erst holbar sind, wenn der dritte Boss liegt. In dem Falle jetzt Amalia. Wow. Ja, und sie ist tot, die Alte. Zack. Das Schöne ist, was heißt das Schöne? Das muss ich kurz erklären. Der Tod von Amalia hat hier die Nacht eingeläutet. Und jetzt seht ihr den Mond hier irgendwo am Himmel stehen, aber ich sehe ihn noch gerade noch nicht. Warte mal. Holen wir uns erstmal die Jungs hier noch. Oh. Nicht nett. Dass ich sie nicht mal visceral attacken kann hier. So, wo sehen wir es denn? Ist hier irgendwo der Mond? Well. Da ist der Mond. Guck mal, schön, ne? Dadurch, dass der Mond jetzt am Himmel steht, durch ihren Tod, sind diese Riesen hier ein bisschen friedlich. Die schlafen jetzt quasi. Wir wollen ihn auch nicht wecken. Jedenfalls jetzt noch nicht. Warte. Sam. Aber die sind natürlich, wow, immer noch ziemlich böse, wenn wir sie wach machen. Ups. Indem wir sie hauen einfach. Plopp. Und, hast du was Schönes? Ja, Blutviolen. So, nee, wie gesagt, ich hole mir die beiden NPCs, aber ich habe ja schon mal gesagt, ich werde alle zu Josefka schicken. Diesen Spieldurchlauf zumindest, weil das ist echt fies. Muss man mal gesehen haben, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur davon gelesen, was passiert. Und du hast Quecksilberkugeln. Da könnte man sich jetzt auch fragen, warum, aber der hat ja diesen Flammensprüher und der braucht nun mal Quecksilber. Hallo? Ich dachte, der macht jetzt gleich eine Attacke, aber hat er nicht getan. Na gut. Ja, wie gesagt, einfach hier runter, dann einmal links. Und da kommen wir nämlich schon zu den beiden hier. Dieser Typ hier, der kommt erst mit, wenn man sie überredet hat. Warte. Hallo. Oh, dem Himmel sei Dank. Ihr seid eine Jägerin, nicht wahr? Wisst ihr vielleicht einen sicheren Ort? Die Nacht ist lang und ich habe nur noch sehr wenig Weihrauch. Bitte, es muss doch irgendwo eine Zuflucht geben. Warte mal. Oh, tja, aber ich kann mich hier eher verstehen. Ich glaube, ich habe... Habe ich noch nicht Josefkas Klinik? Okay, Leute, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte Josefkas Klinik schon zugänglich gemacht. Habe ich aber wohl nicht. Das ist jetzt ärgerlich, warte mal. Wo geht's denn schneller, wenn ich hier lang laufe? Da kommen jetzt zwar wieder ein paar Typen, aber... Im Prinzip ist es ja auch egal. Da unten kommt ein Riese. Kann ich jetzt auch mal aussperren hier. Tschüss. Der kommt jetzt nämlich nicht mehr hoch. Ich meine, wird er sowieso nichts, weil der kann ja keine Tore öffnen, aber... Krasse Sachen, habe ich das wohl vergessen. Na gut, dann machen wir ganz kurz einen klitzekleinen Sprung zu Josefkas Klinik. Dann werde ich den Dialog mit ihr nochmal durchgehen. Heieiei. So, Josefka. Habe ich das nicht gemacht? Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, ich hätte. Aber gut, dann halt jetzt nochmal. Oh, ach, hallo. Wunderbar. Ich habe eine kleine Bitte. Ihr geht bald auf die Jagd, nehme ich an? Also, wenn ihr Überlebende findet, sagt ihnen, sie sollen zu Josefkas Klinik kommen. Wenn sie noch menschlich sind, werde ich mich gemäß meinem Eid um sie kümmern, sie vielleicht sogar heilen. Diese Krankheit, diese Bestien, man muss sie nicht fürchten. Dieses Mal dauert die Nacht lang. Ich sitze hier zwar fest, aber ich möchte trotzdem helfen. Ich gebe euch sogar eine Belohnung für eure Mitarbeit. Verlockend? Na, dann zieht los. Wenn ihr jemanden findet, der noch menschlich ist, schickt ihn zu Josefkas Klinik. Ihr könnt allen versichern, dass es keinen sichereren Ort gibt. Bitte, tut mir den Gefallen. Die hört sich schon so ein bisschen so an, als, ne? Naja. Als wäre die so ein bisschen crazy, die Alte. Aber gut, noch wissen wir nichts darüber, was sie für Absichten hat. Ich glaube, das kommt dann noch früh genug. Ich habe es eben, wie gesagt, auch nur gelesen. So, ich könnte jetzt eigentlich... Zurück zum Feuer gehen, zur Lampe meine ich, und dann hier das alles machen. Aber ich mache das auf die schnelle Variante. Wow.
Also die für mich schnellere Variante, weil dann muss ich ja nicht den ganzen Kram nochmal machen. Gib mir das doch jetzt. Eine Blutfiole. Ganz schön geizig. Weil ihr wisst schon, Ladescreens und so rausschneiden, das dauert alles. Und das ist doof mit meinem blöden Schnittprogramm. Deswegen bin ich jetzt faul und laufe einfach dahin. Ich wollte nämlich noch ein paar andere NPCs abholen, wisst ihr ja. Das mache ich jetzt. Da. Hallo. Au. Wenn ich überlege, was diese blöde Fackel mir früher abgezogen hat, ne? Das war der Horror. Das war echt Horror. So, hol ich dich noch. Gib mir die Kugeln. Manchmal, ich drücke wie blöd und manchmal passiert nichts, ne? So. Dann hole ich schnell noch die alte Frau und dann geht's wieder zurück in den Kathedralenbezirk. Da könnte ich jetzt eigentlich auch ganz schnell hinlaufen. Vom Boss aus im Prinzip, ne? Ja. Lass mir hier alles tothauen, sonst kommen die noch raus, die Viecher, und attackieren mich. Habe ich irgendwie keine Lust drauf. Kommen die überhaupt alle raus oder ist das nur der eine Hund? Ist ja auch egal. Ihr müsst alle dran glauben. So, die alte Frau. Du olle Plunz, komm mal her. Knock, knock. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Es sei denn, ihr habt einen schönen, sicheren Ort für mich gefunden. Ja. Also, was wisst ihr? Eine Fremde, die etwas taugt. Na los, steht da nicht so herum. Habt ihr nichts zu tun? Schlitzt ein paar Kehlen auf. Bringt dieses Chaos in Ordnung. Okay. Ja, sie ist ganz happy drüber, dass wir ihr jetzt einen Zufluchtsort genannt haben. Aber ob das so ein Zufluchtsort ist, wie man ihn sich vorstellt, das wird sie bald selber rausfinden. Die Alte. Ich sag doch mal nichts zu. Das sehen wir dann selbst, wenn ich später in die Klinik komme. Ja, man kommt in die Klinik. Man kommt in die Klinik. Hallo? Au. Und halt so. Diese Blödmänner. Na, alles fit bei dir? Warte mal, ich werde doch noch zum kleinen Mädchen gehen. Und ihr auch sagen, dass ihre Mama dort ist jetzt. Ja, hupt mal draußen ein bisschen. Das tut gut, ne? Ich weiß es. Hilft euch wahrscheinlich, euren Stress zu bewältigen und anderen Leuten Stress zu machen, ihr doofen Autofahrer. Ja, komm her. Völlig aggressiv hier. Strehe ich mich nicht auf, aber das ist nicht normal. Oh oh. Au. Einfach totstaggern, die Penner. So. So. Gut, keine Splitter. Naja, ich muss sagen, ich bevorzuge doch Heiltränke, weil ich jetzt wieder ein paar weniger habe als sonst, aber... Naja, das würde ich jetzt auch nur diesen Durchlauf machen, das mache ich nächstes Mal nicht, weil das gehört jetzt halt hier zum 100% Run. Whoops. Später dann auch nicht mehr so wirklich. Na, kommst du? Verflucht! Dass der mit der Knarre auch wirklich nur oben stehen bleibt, der Arsch, und wartet. Mami, komm nach Hause. Ich bin allein. Ich habe Angst. Das ist nicht fair. Oh. Mami, komm nach Hause. Okay, der Dialog geht noch nicht weiter. Hier finde ich es auch richtig schade eigentlich. Also bei anderen Leuten hier habe ich weniger Skrupel, die zu Josefka zu schicken, als bei der Kleinen, weil die tut mir echt wirklich leid. Oh. Stell dich mal vor, ihr verliert in einer Nacht. Ich meine, gut, ich wollte in Yharnam auch nicht leben, ganz ehrlich. Wer will schon in Yharnam leben? Die Stadt ist kacke. Einfach mal beide Elternteile verlieren. Oh oh. Okay. Nicht Münzen. Wer braucht schon Münzen, du? Okay, wir kürzen das kurz ein bisschen ab. Ich gehe zurück zum Traum des Jägers und wir sehen uns dann im Kathedralenbezirk wieder, weil da will ich dann Emily, wie heißt sie? Ja, auf jeden Fall die Alte und den Alten abholen. Jo. Woody. Der ist tot. genau. Jetzt holen wir uns die beiden Überlebenden ab. Dafür muss ich erstmal mit ihr reden. Das habe ich ja eben schon gemacht. Und sie werde ich dann erstmal nach oder zu Josefkas Klinik schicken. Oh, danke, Schätzchen. Vielleicht sehen wir uns doch.
Ich weiß, dass ich mir damit das perfekte oder das geheime Ending kaputt mache, aber das mache ich dann im dritten Durchlauf, das habe ich ja schon gesagt. Was soll dieser Blödsinn, den ihr da verbreitet? Ich habe gehört, wie ihr der Schlampe was von einer Zuflucht erzählt habt. Na, sie ist schön blöd, wenn sie einer Fremden vertraut. Warum? Ihr geht es vermutlich nur darum, euch um eure Mützen zu erleichtern. Sag nicht nochmal das Wort, das Böse. Immerhin ist sie von königlicher Abstammung, glaube ich. Also sie hat ja dieses Kleid an, das wir in Kanehurst. Aber dazu kommen wir später. Okay, was für Lügen wollt ihr mir heute erzählen? Haltet ihr mich für ein leichtes Opfer, ja? Na, dann versucht es doch. Ja, ich erzähle natürlich von der Oedon-Kapelle, dann geht er nämlich in die Klinik. Ja, tut mir leid, zu klug für diesen Schwachsinn. Ich erkenne Lügenmärchen, wenn ich sie höre. Fremde, sogar ihre Lügen sind durchschaubar. Ja, hättest du gerne. Naja, er wird auf jeden Fall jetzt zu Josefkas Klinik gehen, da wir ihm das Gegenteil gesagt haben. Der macht immer das Gegenteil von dem, was man ihm rät. Es hat ein Pennergesicht. Ich meine, lassen machen. Also, das war jetzt ein bisschen fies von mir, weil ich weiß schon, was geschieht, wenn ich sie alle zu Josefka schicke, aber... Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze aussehen wird. Ich weiß es selber noch nicht so. Gut, jetzt werde ich nämlich noch ganz kurz... Was ist ganz kurz? Jetzt machen wir nämlich da unten weiter. Ich hätte jetzt durch den Wald gehen können. Nee, gar nicht mehr, oder? Ich habe ja die Knochenstraße fertig von Hemwig. Nee, ich gehe jetzt hier runter einfach. Hallo. Ich laufe da einfach rein, dann machen die mir schon nichts, oder? Der Hund rennt erstmal ins Feuer, der Vogel. Vogelhund. Ah, ich höre ihn immer noch. Au. Mistvieh. Stirb. Stirb. Gut. Diesen Typ hier. Oh oh. Der ist nicht gleich feindlich. Ich sage euch gleich, was ich meine. Der alte Jäger dort unten, der mich da von oben dann behagt so ein bisschen, aber ich will nicht zu viel verraten. Den kann man freundlich bekommen, wenn man was Bestimmtes macht. Ich werde mal sehen, ob ich das alles auf die Reihe kriege und es euch dann zeigen. So, ich muss auf jeden Fall erstmal hier an diese Lampe. Da hätte ich auch schnell reisen können, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen faul und deswegen, naja. Das hier habe ich letztes Mal überhaupt nicht gerafft. Weil hier steht, die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Ja, ich bin einfach wieder weggegangen, weil mich dieser Zettel so ein bisschen aufgehalten hat. Ich dachte, da komme ich nicht durch. Und jetzt sind wir in Altjarnam. Holen uns erstmal hier unten noch was Schönes. Nein, nein, nein. Nicht weglaufen. Eine Blutsteinscherbe. Oder drei, besser gesagt. Gehe ich da runter? Ich weiß gar nicht. Ich werde auf dem Weg hier runtergehen. Oh, da liegt auch noch was. So, hier gibt es eine Menge Kram. Man kann auch schon hin, bevor es Nacht wird. Ich weiß aber gar nicht, ob das was ändert großartig, ob ich jetzt nachts oder tagsüber hingehe. So, hier ist nochmal ein Abgang. Da warten nämlich schon diese Bestien. Okay. Gift. Hey. Gift ist hier ganz schön übel, finde ich ja immer noch. Oh, ein Mäßigungsblut-Edelstein. Also ich finde, Gift ist keine feine Sache. Eine Jägerfackel. Die werde ich gleich mal ausrüsten. Die ist nämlich besser als die normale Fackel gegen Bestien. Immerhin, ja, fürchten Bestien Feuer. Wahrscheinlich wegen ihrem Fell, ich weiß es nicht genau. Also Bestien sind halt diese Werwölfe, könnt ihr euch sicherlich schon denken. So, und da kommen wir auch später raus aus diesem Tor. Aber jetzt kann ich es noch nicht öffnen. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Auch das. Ich muss halt immer erst selber gucken, was war hier. Und es dauert immer so eine Weile. Ich spiele das jetzt nur das zweite Mal. Ich habe es hier eigentlich vorgehabt, dass ich das Ganze off-cam noch ein bisschen spiele. Um es dann ein drittes Mal hier präsentieren zu können quasi. Ja, um euch eben noch mehr mitteilen zu können. Aber ich meine, ich habe hier noch ein paar Durchläufe. Wenn ich jetzt irgendwas verschludere, dann kriege ich das auf jeden Fall noch die anderen beiden Male hin. So, und wir sind wieder oben. Toll, ne? Ich find's cool gemacht irgendwie. Ihr da, Jägerin! Habt ihr die Warnung nicht gesehen? Kehrt sofort um. Altjana, sie sind kackert oder die Jägerin wird gejagt. Entschuldigung, ich hab's weggedrückt. Aber der Typ, der will uns eigentlich nur warnen, dass wir nicht nach Altjana gehen, denn... Hier wird Jagd auf Jäger und Bestien gemacht. Nee, gar nicht mal auf Bestien, eher auf Jäger.
Guck mal, die haben Angst vor Feuer. Burn. Oh Gott, wie das ruckelt auf einmal. Alles so low-framig. Ich weiß nicht, ob es immer die... ob es immer so die 30 FPS schafft. Oh. Wusch. Wusch. Weg mit dir, du Shift. Du musst halt immer in diesen Rauch reinhüppen. Feiglinge. Ihr seid die Bestien. Und habt Angst vor mir? Vor so einer kleinen Jägerin? Oh, guck mal. Die letzte Ecke hat er sich hier gesetzt. Altianam ist schon ein bisschen unheimlich. Es gibt auch ein paar Events später. Die sieht man allerdings nur mit 40 Einsicht. Ich werd mal sehen, dass ich die irgendwie zusammenkriege. Ist an sich nicht schwierig. Aber auch das wird noch ein paar Durchläufe auf sich warten lassen müssen, bis ich die alle habe. Oh, das ist ja gar keine Tür. Hallo. Lass mal der Fackel pieksen. Ja. Kaltbluttau. Ja, ich werde immer wieder gefragt, warum ich das Zeug nicht benutze. Leute, das ist Quatsch. Ich heb mir das auf, wenn ich es brauche. Den Rest kann ich mir auch zusammenfarmen. Ah, oh, guck mal, die ganzen Leichen. Das sind übrigens Menschen gewesen, die hier verbrannt haben. Ich spiele es zwar gerade online, bin ich eigentlich der Meinung, aber normalerweise sind hier überall Hinweistexte, dass es gefährlich wird auf dieser Stelle. Jägerin, erfahren, gnadenlos, trunken von Blut, wie die besten Jäger so sind. Ja. Au. War gerade eine Sprungattacke, das hier. Ups. Ja, jetzt wird's richtig eklig. Deswegen muss ich da ziemlich aufpassen. Ich gehe am besten gleich hier runter. Hulululu. Aber ich will ja nicht zu viel verraten, ne? Ich dachte, mir kommt da was hinterher. Oh, hi. Und darum muss ich euch aufhalten. Wow. Ja, da schießt er schon mit seiner komischen Gatling-Armbrust-Ballista mit Feuerbolzen. Oh, seht ihr diese Urnen hier, die da stehen, die Gefäße? Das ist ganz schön gefährlich. Ja, die explodieren nämlich ein bisschen. Gegengift, yay. Okay, na kleiner. Komm mal her jetzt. Oh. Au, 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 au. Oh nein, die explodieren ja noch. Oh. Oh Gott, schnell hier durch. Das kann mich nämlich ganz schnell töten, diese Geschosse. Eine Blutsteinscherbe. Und noch mehr Gegengift. Ja, ich kann mir jetzt nämlich hier bald den ersten Kelch holen, was ich auch machen werde. So, guck mal, hier sitzen sie. Die Schweine. Naja, verstecken sie sich. Wir hoffen mal nicht, dass ich hier drauf gehe, weil das kann ganz schnell passieren. Allein durch diesen Beschuss da die ganze Zeit. Ey, guck mal, wie viel Blutviolen ich hier kriege. Ah, ein Edelstein. So, das Beste ist eigentlich, wenn ich jetzt schnell hier durchlaufe. Kommen wir später nochmal her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach am Rand entlang und schon bin ich in Sicherheit soweit. Also, was heißt denn Sicherheit? Au. Aha. So, ich komme später nochmal her, wenn ich das alles hier ein bisschen geklärt habe. Man kann sich, wie gesagt, diesen Typen hier auch zum Freund machen, mehr oder weniger. Was heißt zum Freund? Aber er greift einen dann nicht mehr an. Das werde ich dann machen, wenn ich hier fertig bin. Ich muss nämlich erstmal ein paar Wege öffnen. Wo waren das? Hä? Wo seid ihr denn? Die fallen doch... Ja, ja. Die machen die alle wild mit ihrem Geschrei.
Fällt da keiner? Der springt normalerweise runter, der Typ da oben. Soweit ich mich erinnern kann. Das Vieh macht er jetzt nicht mehr. So. Die machen gerade Stunk gegen mich da mit ihrem Gekreischer, ne? Das ist nicht schön. Ja. Ihr macht Stunk gegen mich. Ich werde das... Oh Gott, die sind... Oh, das war ein Fehler, hier runter zu springen, glaube ich. Will. Erstmal den Kelch schnell holen. Also, beziehungsweise das Ritualblut. Oh Gott, die sind jetzt aggressiv. Au. Oh, ne. Komm bloß her. Mach ich alle fertig. Au. So nicht. Oh. Nein. Oh. Sam. Ach du Heiliger. Die drehen ja total am Rad, guckt euch an. Die sind total am Durchdrehen. Na, hau nochmal zu, komm. Die sind vielleicht garstig. Aber wenn man es so macht, geht es eigentlich ganz gut. Von dieser Seite. Glaube ich. Habe ich jetzt auch das erste Mal probiert. Oh, guck mal, dieses Vieh, was da hängt. Ich habe das erste Mal gemacht. Ich habe das erste Mal gedacht, hier kommt ein Bosskampf. Den war aber zum Glück echt nicht so. Wenn die einfach wegstaggern kann. Ich finde es ja lustig. Obwohl es auch ein bisschen fies ist gegenüber denen. Ja, die Statue hat geflackert. So, und wie gesagt, man kann sich hier diesen Typen mit der Ballista zum Freund machen. Das dauert aber ein bisschen. Da muss ich erst was für tun. Ich glaube, hier rechts steht das Vieh, ne? Jawohl, moin. Du kannst so viel schreien, wie du willst. Ich habe alle erledigt, glaube ich. Oder ist hier noch was Böses? Ich denke soweit nicht. Na, hier oben ist auch niemand mehr. Nee, ich sag ja, hier gibt es noch ein ganzes Stück zu erforschen, aber das werde ich dann wirklich später machen, wenn ich hier die Voraussetzungen erfüllt habe. Ja, keine Ahnung warum, aber irgendwie hat dieser Jäger da oben keinen Bock mehr darauf, Bestien zu jagen. Vielleicht tun sie ihm ja leid. Vielleicht, weiß ich nicht. Also er ist jetzt eher darauf gepolt, Jäger zu jagen, so wie mich. Wie unsere liebe Jägerin hier. Oh, das sind so wieder die Krähen. Hopp. Aha. Die Krähen von Antiva. Ja. Ihr habt leider nichts drauf, ihr Viecher. Ja. Die zuckt noch. Die zuckt noch. Und daneben... Ja, da wird's dann lustig da unten. Aber... Zukunftsmusik, ne? Ich hoffe mal, ich vergesse hier keine Items. Könnte unangenehm sein. Gerade wenn ich irgendwelche Runen verpasse, die ich noch brauche. Ah, wieder 6 Blutvieh. Also es gibt hier eine Menge, ne? So, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann können wir uns einen Rückweg öffnen, beziehungsweise eine kleine Abkürzung schaffen. Na komm schon. So, die Tür geht jetzt nur von innen auf, komischerweise. Obwohl die nicht mal ein Schloss hat. Ich finde es ja auch ein bisschen seltsam, ne? Oh oh. Da kommt ein Kumpel wieder. Ja. Oh ja. Du bist ein Kumpel. Guck mal, der hat meine Waffe. Ist natürlich auch wieder ein Jäger. Da kommst du jetzt? Was macht denn der? Guck mal. Bist du Jack oder was? Erstmal staggern ein bisschen. Au. Oh Mann. Au. No. Jetzt hänge ich... Ja, geile Kamera mal wieder. Oh, ne. Ihr habt Träume. Denkt in euren nächsten Traum. Ist geil, ne? Da wird man erstmal totgestaggert. Ach ja. Da muss ich da halt nochmal durch, ne? Bleibt mir keine andere Wahl. Ich hatte mal die Fackel... Ja, ich lasse die Fackel draußen, dann sind die nicht so aggressiv, die Viecher.
Obwohl es eigentlich ganz gut ist, wenn die mich sofort attackieren. Warte mal, ich mach's mal so. Hi. Na? Was fett bei euch? Oh. War. Lass dir gar nichts fallen. Was ist denn los mit euch? Ah, jetzt schießt er gleich wieder, mein Freund. Na komm. Wer ist mal mit Schießen? Where? Da kommt dieser Abgeranzte wieder mit seinen Verhüllungen. Oh oh. Noch mehr? Einer noch? Haben wir es jetzt? Jetzt schießt er wieder gleich. Warte mal, wenn ich hier runterspringe, müsste ich doch schneller. Na egal, ich gehe den langen Weg lieber. Das ist mir lieber, als wenn ich hier wieder was riskiere, unnötigerweise. So. Ich werde sonst nämlich nur drauf gehen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Da schießt er wieder. Oh. So. Ah. Der merkt aber auch jedes Mal, ob er mich trifft oder nicht. Das finde ich ganz schön fies. Also ich meine, wenn er trifft, dann schießt er immer weiter. Das ist voll nett. So. Komm mal her, ihr Säcke. Oh ne, warum habe ich das gemacht? Der trifft mich doch gleich, wenn ich jetzt zuschlage. Oh oh. Nein. Seht ihr, genau das meine ich. Das war ein dummer Fehler. Bäh. Hehehe. Stirb. So, jetzt muss ich erstmal den Jäger hier ausschalten. Ich glaube nicht, dass der meine Blutechos bunkert. Wo sind denn die gebunkert? Oh, da kommt noch sowas. Hallo. Ich will meine Blutechos wieder haben. Das fände ich jetzt nämlich total unangenehm, wenn die irgendwo hier rumliegen. Und ich krieg sie nicht. Na komm, Kleiner. Kleiner gefiedeter Freund. Au. Wie kommst du jetzt? Feigling. Feigling. Au. Au. Nein. Ey, ganz ehrlich, da rennt er wieder zurück. Das ist doch so ein feiges Stück. Du kannst so viel schießen, wie du willst. Na. Oh, da sind ja meine Blutechos in der Ecke. Ey, hör mal auf jetzt. Hoppala. Feiges Mistvieh da vorne. Oh, da hat der Lebensenergie verloren. Na komm. Da heilt er sich. Mhm. Arsch, du Blöder. Oh nö. Ah, das ist so lächerlich. Ja, stirb mal. Okay, gut Leute, ich würde sagen, den habe ich noch besiegt. Das war die Rache, die ich unbedingt noch haben wollte von dem Arsch. Wäre schön, wenn ihr mich weiterhin unterstützt mit Likes und Kommentaren. Schaltet ein zu Bloodborne. Bis dann.